Nach wenigen Momenten ist bereits alles vorbei. Vom Eintauchen bis zum Ziel vergehen für Isabel Gose meist nur wenige Minuten. Das ist alles, was die Zuschauer vor Ort von den Athleten zu sehen bekommen. Wie viel Aufwand hinter den Topleistungen steckt, wissen die wenigsten. Wir trainieren 10-mal die Woche. Das ist halt immer 2-mal am Tag Wasser und 1-mal Land. Vor dem Land ist immer vor dem Nachmittagstraining. Das sind halt immer so 2 Stunden. Außer Landtraining ist dann 1 Stunde. Die für den SV Nika Heidelberg startende 16-Jährige befindet sich mitten in einer besonders harten Trainingswoche. Sie bereitet sich auf die im Sommer stattfindenden Weltmeisterschaften in Südkorea vor und zählt dabei zu einer der größten Nachwuchshoffnungen Deutschlands. Der Nika Cup ist der Höhepunkt dieser Woche. Der gehört dann auch mit zur Belastungswoche dazu und da kann man nochmal so alle Leistungen voll abrufen, die man jetzt die Woche aufgebaut hat. Bereits zum 4. Mal hat der Nika Cup in dieser Form in Heidelberg stattgefunden. Das Besondere, der Olympiastützpunkt hat eine 50-Meter-Bahn, genau wie Wettkampfbahnen. Ein seltenes Gut in der Region. Dementsprechend war die Teilnehmerzahl an den beiden Tagen mit insgesamt 577 Meldungen sehr hoch. Insgesamt muss ich sagen, war ich sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl, mit den Teilnehmern, die da waren, geschwommen haben und auch vor allem mit den Leistungen, die dann am Ende ins Wasser gebracht worden sind. Und es war eine schöne Veranstaltung für uns alle. Starke Leistungen hat auch Isabel Gose mit einem unter anderem ersten Platz über die 200 Meter Freistil abgeliefert. Mit 2:02 blieb sie im Vergleich nur gut 3 Sekunden hinter der Zeit der deutschen Meisterin Annika Bruhn. Am Ende merkte man ihr die körperlichen Strapazen aber doch an. Der Akku war einfach leer. Wir haben so eine harte Woche hinter uns und die Strecken, die wir geschwommen sind, waren alle knapp hintereinander. Wir hatten nicht viel Pause und da hat einfach die Energie zum Schluss gefehlt. Strapazen, die Gose aber gerne in Kauf nimmt, denn ein bestimmtes Fernziel hat sie schon jetzt fest im Blick. Als aktuelles Mitglied des deutschen Olympiakaders darf sie sich berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme in Tokio 2020 machen. Ich glaube, das ist ein Traum von jedem Schwimmer, der hier startet und vor allen Dingen auch im Kader ist. Und wenn es schon klappen würde, also Teilnahme wäre alles für mich. Bis aber der Startschuss in Tokio ertönt, wird Gose sicherlich noch unzählige Trainingsstunden im Wasser verbringen.